9 Minuten nach 8 Uhr. Sag mal, Dani, ist das nicht der? Das ist doch der. Das ist doch der Alphonse. Ja, der beste Tänzer der Nation. Er ist Profi-Turnier den Zar, beherrscht den Links- und Rechtsweizer. Er tanzte mit den schönsten Damen, hat in der Szene einen Namen. Doch auf einmal alles anders und man fragt sich, bitte kann das wirklich gut gehen oder schlimm? Denn in Kürze tanzt mit ihm. Hi, der Alphonse. Hi, der Alphonse. Der Alphonse. Mit ihm, mit dem neuen Tanzpartner von Alphonse Heider, gestern präsentiert, heute schon im Ö3-Wecker. Würdest du uns den charmanten jungen Mann vorstellen? Ja, guten Morgen, das ist der Vadim Garbus, Office 23 Jahre. Er ist vielfacher Meister von der Ukraine, er ist vielfacher österreichischer Meister, er war in der Weltmeisterschaft und er hat eine Engelsgeduld, wie ich seit gestern 17 Uhr weiß, weil wir haben die ersten 1,5 Stunden gestern gehabt und er war einfach sprachlos. Wirklich? Vadim, spricht man das so richtig aus? Vadim, bekommst du genug bezahlt dafür? Es war gestern unsere erste Trainingsstunde und sehr gut. Also, Alphonse war sehr gut. Es macht Spaß. Macht Spaß und wir haben beide geschwitzt, wir haben beide getanzt und viel weitergebracht. War das für dich das erste Mal mit einem Mann? Nein, auf der Tanzfläche habe ich schon öfters mit einem Mann getanzt, aber nie auf einem Turnier. Das hat sich an österreichischen Tanzschulen noch nicht ganz so durchgesetzt. Gibt es natürlich da und dort, ist für viele auch völlig normal. Was war bei dir die Gelegenheit, warum hast du mit Männern getanzt? Weil zum Beispiel meine Tanzpartnerin krank war. Ja. Und dann statt alleine zu tanzen, besser doch einen Tanzpartner zu nehmen. Wenn der Mann heißt, ist halt. Wenn das Mädel krank ist, man mit ist der Mann die bessere Frau, oder wie ist das? Also ihr greift dann auch zurück, was beim Tanzen, haben. Alphonse. Beim Tanzen meine ich ja. Was ich, also egal was da ist, man nimmt und tanzt weiter, ne? Ja, auf Gruppentrainings oft habe ich mit einem Mann getanzt und das war sogar eigentlich besser als mit einer Frau, weil zwei Männer haben mehr Kraft zu verfügen. Na gerade geht, ne? Jetzt sagst du nichts mehr. Jetzt wieder rot, Gott sei Dank, kein Fernseher. Jetzt im Ernst, bei Hebefiguren zum Beispiel haben wir uns das gefragt, wer hebt da wen? Na, Alphonse ist größer, natürlich schauen wir mal, dass er mich hebt. Vorsichtig, okay. Werde ich ihn nehmen, ja. Aber du bist 23 und Alphonse, du bist... Bist du erwartet schon? 53 erst einmal, was ist denn? Ein 53-Jähriger kann nicht mehr heben, hallo. Nein, aber ich frage nur einfach, weil wenn es ja dann doch, da plagt einen doch das eine oder andere Zipperlein. Ich sage mal, Kratzki, hast du einen Bandscheibenvorfall? Er ist nicht 153. Ich glaube, der Kratzki hat einen Bandscheibenvorfall im Kopf, hallo. Bandscheibenvorfall habe ich, ja. Wie viel müsst ihr jetzt trainieren? Was bringst du überhaupt an Vorkenntnis mit, Alphonse? Ich bringe mit Rechtswalzer und also vom Herzen her, vom Intellekt, vom politischen natürlich links, nur links, aber rechts geht auch. Und sonst kann ich gar nichts. Ich habe gestern, was heißt das? Samba? Na, Salsa ist das Erste, was wir tanzen. Ne? Genau. Du sollst dann noch merken, dann bis 11. März. Ja. Nee, kennen muss es. Wie das heißt, brauche ich nicht wissen. Das ist als Moderator wichtig. Aber es macht irrsinnigen Spaß und er ist ein Vollprofi. Er provoziert mich derartig. Du stehst ja dort, wie man sie ja versucht. Sie haben das leider nicht gesehen jetzt, aber vielleicht, was ist denn das? Wir stellen das online, alles auf OE3.de. Cha-Cha-Cha beizubringen. Also ich glaube, das ist das Ende seiner Fernsehtanzkarriere. Nicht? Oder hat er sich talentiert gezeigt, der Kratke? Das weiß ich nicht, brauchen wir mehr Zeit dafür, glaube ich. Ja, ja. Fescher Kerl, muss man dazu sagen, sportlich 1,76 groß, so lese ich hier. Richtig. Nur Sehnen und Muskeln. Richtig. Genau. Und einen strengen Blick hat er. Ja, allerdings. Richtig. Du schaust nicht aus, als würdest du lange mit dir spaßen lassen. Du bist hart. Na, hoffentlich so, weil man muss die Meisterleistung rausholen. Die Meisterleistung. Es gibt Leute, die wollen sich das dann eher nicht anschauen. Es gab im Vorfeld große Diskussionen rund um diese Neuerung bei Dancing Stars. Diese weltweite Neuerung gab es vorher noch nirgendwo in keinem Land der Erde. Wie hast du das mitbekommen und wusstest du schon, dass du da in einer engeren Wahl bist, um mit Alphonse zu tanzen? Ich glaube schon, dass ich das wusste, weil ich mich sofort geäußert habe, dass ich das gerne machen würde. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass es ist super, Pionier zu sein. Wir sind die Erste, die das machen. Ich weiß auch, was ihr als Erstes machen werdet. Ich weiß zum Beispiel einmal, was Alphonse dir sehr liegt, weil Rechtswalzer bringst du ja mit, hast du gesagt, schon an Vorkenntnissen. Ihr werdet einen Walzer tanzen und zwar zu diesem Song. Ja, das ist mein Wunsch. Loves a woman. When a man loves a woman. Ist das geil? Ha? Das oh. Geil. Da wird es wieder einen Post-Rülpser geben, aber auch den werden wir überstehen. Ich will natürlich schon ganz gerne wissen, wie ihr spontan so drauf seid, mit Sachen, die du vielleicht nicht so gut kennst, Alphonse. Okay, was hast du noch einmal gesagt, kannst du gut?
Ich kann eigentlich nur Linkswalzer und Rechtswalzer. Okay, alles klar. Deswegen habe ich jetzt einen Tango ausgesucht. Bist du wahnsinnig? Ja. Nein, ich darf mit dem nicht tanzen. Ja, ich weiß. Wir dürfen nicht tanzen. Was, ihr dürft nicht tanzen? Nein, wir tanzen bis 11. März nicht in der Öffentlichkeit. Nicht das ist nicht, wir sind unter uns. Ja, natürlich 2 Millionen Hörer und da die Kamera. War nicht nein, Kamera nein, das ist alles nur fürs private Familienalbum. Das ist nur ganz intim. Ich möchte wissen, was der Gradke kann. Nein, Entschuldigung, bitte, aber um mich geht es hier nie. Es geht hier um die Gäste. Wenn dann nur der Gradke. Nein, aber zumindest einmal so kurz antanzen. Nicht einmal wirklich nichts. Also es geht rechtlich nicht, oder was? Wir dürfen nicht. Mhm. Aber ihr habt das extra vorbereitet. Spür mal. Ja. Doch ein schönes Spiel. Also spür, was spürt ihr spür jetzt? Naja, Tanz. Da juckt's doch, oder? Das ist ein Thema, nicht? Ich habe keine Ahnung von Tango. Wir haben Tango noch nicht trainiert. Ich glaube, wenn, dann können wir ein bisschen Cha-Cha-Cha machen. Ja, Cha-Cha-Cha was kann, ne? Das ist ja Pech, ne? Da kam ja auch Cha-Cha-Cha. Ja, das ist kein Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha. Zeigst du mir auch Cha-Cha-Cha. Wir gehen so gerade und tanzen Cha-Cha-Cha. Komm, das machen wir. Ich glaube, der dürft's nicht tanzen. Cha-Cha-Cha. 1, 2, Cha-Cha-Cha. 1, 2, Cha-Cha-Cha. Pause. Meine Damen und Herren, wir werden das jetzt mitnehmen. 3, die Tanzbären von Loch Ness. Sehr begabt, alle drei. Ihr kriegt alle Note. 9, also Robert, ich muss ehrlich sagen, Gott sei Dank bist du Moderator. Ja. Wird es die übliche Jury geben? Es wird Gott sei Dank bei uns Hansen geben, Thomas Schäfer-Ellmeier und unseren lieben, lieben Hannes Nettball. Hannes, ich weiß, wo dein Auto parkt. Am 11. März. Vielen Dank, Vadim. Vielen Dank, Alfons, fürs Kommen. Wir wünschen euch natürlich wie allen anderen Tanzbahnen toi, toi, toi. Und viel Spaß Ihnen vor allem dann ab 11. März bei Dancing Stars in Eurovans. Danke für die Einladung. Dankeschön. Jetzt noch ein heißes Händchen. Ciao. Ja, ja, Kratzki, Robert, der präsentiert die Bäcker-Show. Er spielt Tango, Cha-Cha. Und die Hits spielt er sowieso.